Kollege Emmerich, Sie haben in sehr vielen wortreichen Ausführungen dargelegt, warum stationäre Grenzkontrollen völlig sinnlos seien, warum sie nichts bringen würden im Bereich der Bekämpfung der illegalen Migration. Würden Sie bitte dem Hohen Haus erklären, warum die am Grenzabschnitt zu Österreich bei der EU notifizierten und durchgeführten stationären Grenzkontrollen seit 2 Jahren vom Bundesinnenministerium verlängert werden, alle 6 Monate, wenn die doch so ineffektiv sind? Und es handelt sich ja ganz offensichtlich um Ihre Innenministerin. Und würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass es sehr wohl ein effektives Mittel zur Bekämpfung illegaler Migration ist, weil nämlich in diesem eben benannten Grenzabschnitt mit stationären Grenzkontrollen zu Österreich die Zahl der Zurückweisungen im letzten Jahr bei über 14.000 lag, während sie in allen anderen Grenzabschnitten lediglich knapp über 4.000 lag und damit 10.000 weniger Zurückweisungen illegaler Migrantenbetrug. Sie haben offensichtlich einfach nicht zugehört und haben keine Ahnung, wie die Rechtslage ist. Wenn Menschen an der Grenze einen Asylantrag stellen, dann ist es gar nicht möglich, sie zurückzuweisen. Und was bedeutet denn überhaupt die Zurückweisung? Das heißt, dass die Menschen zurückgewiesen werden. Aber was bedeutet es denn dann im weiteren Verlauf? Sie können auch ein zweites, ein drittes Mal den Weg gehen. Und wer sind überhaupt die Menschen, die zurückgewiesen werden? Was ist überhaupt der Hintergrund von denen? Haben die vielleicht einfach nur die Grenze überschritten, weil zum Beispiel in Österreich wir die Situation haben, dass man dann von Österreich nach Deutschland zum Friseur geht, weil man da jemanden kennt? Oder sind es Touristen? Oder sind es Studierende? All diese Punkte, die sind egal, nicht Teil der Zahl, die da vorliegen. Das ist ein Punkt, den Sie vollkommen übersehen. Und ich will es noch mal sagen, die Gewerkschaft der Polizei, die Sie hier in Ihrem Antrag durchaus zitieren, die sagt ganz klar, dass die stationären Grenzkontrollen überhaupt nichts bringen. Das Mittel der Wahl sind mobile Grenzkontrollen. Die helfen wirklich. Denn bei stationären Grenzkontrollen, da ist natürlich vollkommen klar, dass man sich einfach einen Weg drumherum sucht. Bei mobilen Grenzkontrollen, da ist die Polizei in der Lage, lageabhängig und auch wirklich flexibel zu agieren. Das ist das richtige Mittel der Wahl. Und darauf kommt es an. Und Ihre Vorschläge haben überhaupt nichts damit zu tun, dass sie in der Praxis überhaupt was bringen. Und wenn Sie einmal ein Buch aus der Wissenschaft lesen würden und nicht aus irgendeinem verschwörungstheoretischen Verlag, wüssten Sie das auch.